So Leute, ich komme gerade aus dem iOS 18 und iPadOS 18 Briefing und ich habe die Beta-Version von den beiden Betriebssystemen gesehen und wollte euch mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, wie das so war und was mir so gezeigt wurde, wie das Gefühl so war, das erste Mal mit iOS 18 zum Beispiel so ein bisschen rumspielen zu können. Eins der größten Neuerungen bei iOS 18 ist ja der Homescreen, der komplett redesigned wurde, beziehungsweise jetzt mehr Möglichkeiten zur Gestaltung bietet. Und Apple hat ja jetzt diese Tinted Icons und Widgets vorgestellt, also dass man die Icons und Widgets in einer bestimmten Farbe so einfärben kann. Beziehungsweise mit dieser Funktion kommen auch noch ein paar andere Funktionen, zum Beispiel ja der Dark Mode für Icons und auch der automatische Modus, also dass sich die Icons nach Tageszeit hell oder dunkel verfärben. Dieser Tinted-Modus, also dass man eine gewisse Farbe auswählt für die Icons und Widgets, ist ganz cool, ist ganz nett, wenn man es machen möchte. Was ich so ein bisschen doof finde, ist, dass das Widget auch zu den Fotos mit eingefärbt wird. Das heißt, die Fotos, die da so durchlaufen durch das Widget, die werden dann halt auch in dieser speziellen Farbe, die ihr eingestellt habt, auch eingefärbt. Und es sieht manchmal so ein bisschen weird aus. Da würde ich mir wünschen, dass die Fotos trotzdem halt noch realistisch aussehen und nicht eingefärbt werden. Dann haben wir auch das neue Control Center gesehen, wo man ja jetzt so verschiedene Ebenen quasi machen kann für den Media Player, für die Home Controls, für was auch immer, Bluetooth-Verbindungen oder sonst irgendwas. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wir anders mit diesem Control Center interagieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Control Center schließen kann, wenn man es einmal geöffnet hat. Und manche von uns schließen das Control Center, indem sie einfach einmal über den Bildschirm wischen und das Control Center dann damit quasi wieder in die rechte obere Ecke befördern. Und andere von uns, mich eingeschlossen, die machen das einfach unten über die Navigationsleiste. Das Problem daran ist jetzt so ein bisschen, dass die Leute, die das über den kompletten Screen wieder schließen, das Control Center, dass die damit einfach nur die Ebenen durchwischen. Der Sperrbildschirm ist ja jetzt auch freier belegbar, sag ich mal. Ihr könnt ja jetzt unten die Kamera und die Taschenlampe, die beiden Icons auch austauschen und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, da auch gar nichts mehr hinlegen. Die neue Fotos-App, die wurde uns auch gezeigt und ich muss sagen, das sieht alles sehr clean und sehr schön aus. Es wurde zum Beispiel auch verändert, wie Videos dargestellt werden. Die haben jetzt so rundere Ecken bekommen und auch die Collections, also die Sammlungen unter diesem Fotos-Raster, die ist auch richtig schön geworden. Man kann sich da auch einfach Sammlungen hinpinnen, je nach Thema, je nach Person, je nach Ort, eben wie man das möchte. iMessage haben wir auch gesehen und da gibt es ja jetzt diese neue Tab-Back-Funktion. Also die gab es ja schon vorher, aber die wurde jetzt auch wieder ein bisschen überarbeitet. Die Emojis sind jetzt nicht mehr diese komischen schwarz-weißen Dinger, sondern sehen ein bisschen freundlicher aus, sind 3D gestaltet. Man kann jeden Emoji, den man möchte, quasi einfügen und auch die Gen-Emojis, also die mit der Apple Intelligence erstellt werden, auch die kann man über iMessage verschicken. Über welches Feature ich mich bei iMessage mega freue oder was ich ziemlich cool finde, ist die Funktion der geplanten Nachrichten. Also man kann Nachrichten einplanen, wann sie verschickt werden sollen und das auch bis zu 2 Wochen. Das heißt, ihr könntet jetzt nicht eine Nachricht für in 100 Jahren planen und dann wird die quasi nach eurem Tod abgesendet. Das geht nicht, sondern es gibt dieses Limit von 2 Wochen. Und da hat jemand mitgedacht, die geplanten Nachrichten, die werden quasi erstmal in der iCloud gespeichert, sodass sie auch abgeschickt werden, wenn ihr offline seid. Zum Beispiel im Flugmodus oder auch wenn euer Akku leer ist. Dann kommen wir mal zu iPadOS. Hier haben wir ja vor allen Dingen den Taschenrechner dazu bekommen, das erste Mal auf das iPad. Und wir haben auch die Funktion Smart Script bekommen. Und beide fand ich mega beeindruckend. Erstmal zu Smart Script. Ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, dass wenn ihr was handschriftlich auf dem iPad mit dem Apple Pencil schreibt, dass dann eure Handschrift immer noch eure Handschrift ist, aber sie wird durch Smart Script so ein bisschen gesmoothed, sag ich mal. Und Smart Script lernt auch, wie ihr schreibt. Also es lernt eure Handschrift kennen und kann deshalb auch, und das fand ich auch sehr beeindruckend, das wurde zum Beispiel nicht in der Keynote gezeigt, kann deshalb auch Copy- und Paste-Texte, die ihr vielleicht von irgendeiner Webseite nehmt oder so, in eurer Handschrift in ein Dokument einfügen. Die Handschrift wird dabei auch in Echtzeit angepasst. Das heißt, manchmal kann man so ein bisschen sehen, wie Smart Script da so
verschiedene Varianten eurer Handschrift auch ausprobiert und so Wörter auch irgendwie so ummodelliert und das natürlich auch so anpasst, dass es ein einheitlicher und schöner Text wird. Man muss ja jetzt Wörter auch nicht mehr rausradieren, sondern man kann sie auch einfach durchstreichen und dann verschwinden sie. Und dann, das fand ich auch sehr cool zu sehen, wird der gesamte Text, der quasi dann am Ende noch drankommt, so ein bisschen nachgerückt, sodass die Lücke wieder geschlossen wird und es irgendwie halt natürlich aussieht. Wenn ihr jetzt aber natürlich ein Wort rausgestrichen habt und das einfach nur nochmal schreiben wollt, dann könnt ihr den gesamten Text einfach wieder so ein Stückchen zur Seite schieben, je nachdem, wohin ihr wollt, und dann könnt ihr da euer Wort wieder hinschreiben. Und das wohl krasseste Feature, was ich heute gesehen habe, ist die Funktion Math Notes im Taschenrechner. Weil natürlich, man hat es in der Keynote gesehen, aber das nochmal so live zu sehen, dass das so alles in Echtzeit funktioniert, das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Ihr könnt ja Gleichungen ausrechnen lassen, indem ihr einfach ein Gleichzeichen dazwischen schreibt. Ihr könnt auch Variablen kennzeichnen, sodass dann eben ein MathNotes mit diesen Variablen weiterrechnen kann. Und ihr könnt auch zu Funktionen einen Funktionsgraphen euch erstellen lassen. Und zwar nicht nur einen, sondern auch mehrere, sodass quasi ihr verschiedene Graphen in einem so einem Raster halt habt und die auch miteinander vergleichen könnt. Ich glaube, sowas hätte ich gerne für meine Schulzeit gehabt. Das war's hier erstmal von der WWDC. Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.